So, da bin ich auch schon wieder. Willkommen zurück. Und ja, wir machen weiter mit Super Smash Bros. Ultimate, dem Stern der Urnenlichter, und versuchen heute, soweit es geht, zum Ende zu kommen, wie es nur möglich ist. Deswegen lassen wir auch keine Zeit verstreichen und gehen direkt rüber. Und ja, versuchen wirklich das Ganze voll zu Ende zu bringen. So, wir sind ja immer noch im letzten Bereich, hoffentlich. Mal sehen. wir haben das letzte Mal schon... Okay, X können wir gleich erledigen. Das letzte Mal haben wir ja schon Dars versucht zu erledigen. Und haben dabei gemerkt, dass es keine gute Idee ist, weil Kira dann komplett durchdreht. Deswegen haben wir jetzt eine andere Strategie gefunden und zwar die Meisterhand haben wir schon befreit bekommen, indem wir hier die Verstärkung erledigt haben. Dasselbe versuchen wir jetzt vielleicht auf der dunklen Seite zu machen mit der Crazy Hand und dann schauen wir mal, ob uns dieser Riss irgendwo weiterhin führt. Mal sehen. Let the bodies hit the floor. Ja, schauen wir mal, wen wir hier heute alles opfern können. Sollte es soweit möglich sein, würde ich natürlich nochmal gerne ein Rematch gegen Kira machen. Aber bloß, um auch gerne zu sehen, wie es eben aussieht, wenn Dars gewinnt. Weil ich fand die Cutscene schon ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, ich würde gerne sehen, wie es aussieht, wenn Dars gewinnt. Und ich denke, das sollte funktionieren, weil wir die Meisterhand erledigen und noch ein paar Geister, dann sollte Kira auf jeden Fall geschwächt werden. Schauen wir mal. Happy End vielleicht. Glaube ich nicht. Ich denke, Happy End ist wirklich tatsächlich hier das zu machen. Ich denke, beides werden Bad Endings. Mal sehen. Auf ins End und den Enderdrachen töten. Ja, das wird wahrscheinlich die vierte Ebene sein. Sind doch alle super gemacht. Ah, wie gesagt, absolut. Deswegen will ich auf jeden Fall noch das Kira-Ending sehen. Also, oder eben das Dars-Ending. Weil es war so cool, wie Kira dann eben Dars fertig gemacht hat. Sehr, sehr coole Cutscenes, auf jeden Fall. Das ist, man muss ja sagen, vielleicht ist es kein Subraum-Emissär, aber es kommt dem Ganzen schon sehr nahe, in gewissen Bereichen. Every game is Minecraft. Schön, so, dann gehen wir erstmal auf X hier. Wir können aber auf jeden Fall erstmal die Aktivitäten holen. Oh ja, guck mal, da haben wir ein paar Leute, die wir trainiert haben. Sehr, sehr schön. Baby Mario haben wir auch trainiert. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal, wen wir da alles rausbekommen. Ach ja, und Dracula. Dann opfern wir mal X, ja. Machen wir das mal. Der wird bestimmt ein gutes Opfer abgeben. So, in der Arena waren wir noch. Quatsch. Arena in Ruinen. So rum. Ich denke schon an die ganz falschen Sachen. Chat ist gerade noch gut in Opferlaune. Okay, nice. So, schicken wir gleich wieder ein paar Leute los. Wen können wir denn dann nehmen? Wen haben wir denn diesmal? Mal gucken. Ich brauche immer so einen Start und dann kann man sich da immer ein paar schöne Sachen dazu überlegen. Ein Zug. Wir nehmen einen Zug. Okay. Mit einem Zug kommt man natürlich sehr gut durch Ruinen. Das weiß man, klar. Da kann man dann schön durchfahren. Was nehmen wir denn noch dazu? Ein Parachute, falls man eben irgendwo runterfällt, ist auch der sehr wichtig. For the glory of Dragon Hunt. was wäre noch wichtig in Ruinen zu haben? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ein grimmiger alter Mann. Phantom Thieves of Hearts. Schwierig. Eine Halberd, falls man schnell mal rausfliegen muss. Auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ist ein Miniaturmodell, keine Sorge. Das ist den Ruinen wird nichts passieren. Und ein Maruige, oder der Maruige Ladenbesitzer. Damit die Sachen natürlich gleich verkauft werden können. Detektiv Pikachu. Gab's Detektiv Pikachu da irgendwo? Da ist man natürlich passender. Ich meine, wir haben Partner-Pokémon Pikachu. Oh, da! Meisterdetektiv Pikachu. Warum habe ich den nicht gesehen? Klar. Der steigt in seinen Zug, hat sein Parachute auf dem Rücken geschnallt und zur Not kann er mit der Halberd rausfliegen. Perfekt.
Das passt. Detektiv Pikachus großes Abenteuer. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch Geister vor Doc Lewis? Ich weiß es gerade gar nicht. Evolvierbar. X-Parasit will ich nicht, Malbrain will ich nicht, Tetra will ich nicht, Andros will ich nicht. Maria Reinhardt will ich nicht. Nee, sieht gut aus soweit. Okay. Wunderschön. Dann können wir die Geister noch entwickeln. Und dann können wir Ex opfern. Find ich gut. Leute opfern klingt immer stark. So, evolvierbar. So, Hades. Du wirst zu Ultra-Hades. Mega-Hades. Oh Gott. Warum hast du einen Bohrer in deiner Brust? Finale Form. Ja, okay. Wow, der ist richtig creepy. Holy. Der hat Augen in seinem Bein. Okay, krasses Biest. Absolut. Nur ein bisschen gruselig. So, Naked Snake. Vielleicht zieht er sich mal was an. Hoffen wir es mal. Hi. Du bist, glaube ich, der Metal Gear Big Boss. Okay. Ich glaube, du bist der Metal Gear Solid 6 Snake? Oder 5? 5 oder 6, ne? Oder? Ich glaube schon. So wie ich das so kenne. Dracula entwickelt sich in... vielleicht in Alucard. Was merkwürdig wäre, weil eigentlich nicht. Das ist Alucard, oder? Ja, bist du. Soma Cruz. Wait. Der hundertäugige Drache hat mehr Augen am Körper. Naja, wäre auch lame. Ansonsten wäre sein Name ja falsch. Wer zur Hölle ist Soma Cruz? Und warum entwickelt sich Dracula in Soma Cruz? Wer ist Soma Cruz? What? Das ergibt keinen Sinn. Wer bist du? Was hast du mit Dracula gemacht? Aber Kerl. Und Baby Mario entwickelt sich in... Ach, Super Baby Mario. Genau. Baby Mario, Superstern. Ersttrefferbonus. Ah, ja, okay. Das ist richtig. Okay. Damit haben wir alle. Wunderschön. Perfekt. Damit haben wir das. Einkaufen können wir später noch. Jetzt klatschen wir erstmal X. So, 9400. Ne, krasse Stärke. Stärkere Energieangriffe für Gegner. Der Gegner hat Superrüstung. Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Außer das Match. Reduziert die KP der Gegner auf 0. Okay. Wird gemacht. Wird gemacht. So, hauen wir raus. Auch wenn es vielleicht heute nicht die relevanteste Sache ist, aber falls ihr wollt, ich... Wow. 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 Okay. Was für ein Zufall. Ach, schön. Ich wollte bloß noch sagen, dass ich ein kleines bisschen den Preis von Kämpferwahl reduziert habe. Falls ein paar Leute das angehen wollen, habe ich den Preis ein bisschen angepasst. Auch von Fashion Hunting, das ist zwar heute vielleicht eher weniger relevant, aber vielleicht für nächstes Mal Monster Underworld habe ich den Preis stark reduziert. Und wie gesagt, ein kleines bisschen von Kämpferwahl. Nur falls es interessant ist, aber naja, jedes Spiel ist Minecraft, ne? Das Spiel weiß, was ich will, ja. Punkte müssen natürlich nicht ausgegeben werden, wenn das Spiel selber schon Steve nimmt. Ach je. Nur 100, ja, ja. Ja, ich dachte mir, es ist eigentlich Blödsinn, das hinter so viel Geld zu verstecken. Das Fashion Hunting, weil es ja an sich nichts ausmacht, ne? Deswegen kann da. Schlag zu, solange ihr könnt, ja. Deswegen kann da natürlich jeder gerne dann auch reinhauen, ne? Das ist ja eben bei Fashion Hunting, will ich ja zum Beispiel auch, dass Leute es ja benutzen. Und es eben auch benutzen. Geld? Was? Nein, hier Chatpunkte. Der Maskierte hat gute Angriffskraft. Schwertangriffe. Wir benutzen teilweise Schwert. Klingt nicht schlecht. 3000, passt soweit. So, natürlich der blaue Ball. Und dann nehmen wir noch... nehmen wir Victini. Victini könnte stark sein.
Okay, let's go. Holen wir uns Eggs. Mega Man X müsste man eigentlich auch mal spielen. Gibt ja coole Spiele. Also zumindest so die ersten paar Teile sind ja echt gut, ne? Ja, das kann man so schon mal machen, ne? Mega Man, was tust du da? Also niemand kann sich beschweren, dass ich jetzt irgendwie gerade im Cheate, ne? Weil das ist einfach bloß die KI, die mal wieder sehr krass ist. Hui! Ja, okay, das war ein heftiger Kampf. Puh, Glück gehabt, dass wir das geschafft haben. schön. Die Punkte sind Geld. Ich bin reich. Ich habe nie gesagt, wie viel Geld sie wert sind. So, wenn wir... Wir könnten jetzt hier entlang gehen, aber dann hätten wir den Schattenpunkt. Dann gehen wir doch hier entlang und gehen dann über den Kämpfer. Machen wir das so. Ex wurde an Dragonhand geopfert. Genau. Wow, das ist ein fettes Grinsen. Hi, Starly. Du bist aus Kirby? Nee, Legendary Starfy. Starfy? Die Musik ist cool. Mein Card rot färben, so geht das also. Ja. Ich habe ihn den Minecart-Göttern geopfert. Den Jedi. Ja genau, wir haben den Jedi genommen. So, was bekommen wir diesmal? Lass mich raten, Steve. Mit Steve lief die Runde schon mal ganz gut. Oh Gott, Ness. Ja gut. Ness würde natürlich gut funktionieren mit dem Jedi, aber der Jedi ist leider viel zu stark. Krasser Boy. König Buu, Schwebesprünge. Das klingt eigentlich zu interessant, um das nicht zu benutzen. Es, ja, ist auch gut. Also ist okay. Haben wir Psi-Angriffe? Bestimmt irgendwo. Aber wo finde ich die jetzt so schnell? Enton war Psi-Angriffe. Da. Genau, starker Smash, Ball. Ja, das passt. Was ist denn der Kampf überhaupt? Unverwundbarkeitsphasen. Im Kampfverlauf Unverwundbarkeit für Gegner. Okay, gut. Das hätte man vielleicht auch mal checken müssen. Okay, let's go. Dagegen können wir nichts tun, aber das wird schon passen. Machen wir das Grinsegesicht platt. Da, die Fresse. Okay. Oh, das hätte beinahe schön getroffen. Na toll. Ja, oh! Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Okay, du bist nicht mehr unverwundbar. Das ist schon mal deutlich besser. Bam! Home Run! GG. Das war recht angenehm. Das tat scheinbar ziemlich weh. Die Schwebesprünge habe ich jetzt leider nicht unbedingt sehen können. Aber da war vielleicht Ness auch nicht ganz der Richtige, weil der eher schon so komische Schwebesprünge hat. Wusch. Nice. Okay. Ein Schritt näher an Kira. Oh, geil. Okay. Wunderbar. Captain Falcon. Das passt auch ziemlich gut, würde ich sagen. 13.700. Helfer-Trophäen-Gegner und Sprungkraft verringert. Oh Gott, Helfer-Trophäe. Den gibt's echt als Helfer-Trophäe? Außer Smash, reduziert die KP der Gegner auf 0. Helfer-Trophäen machen das Leben schwer. Gesenkte Sprungkraft für alle. Gut, standardmäßiger, hier, Street-Fighter-Kampf. Da ist ja meistens Sprungkraft reduziert und, die Gegner... Fuego, okay. Sprungkraft reduziert und, Gegner-KP sind. Fuego nehmen wir gerne. Hat Fuego irgendeine coole Farbe? Das ist eigentlich ganz cool. Ich mag das.
Starly wurde ein Blob geopfert. Ja, das passt. So, Big Bad Kitty Cat. Die kommt hoffentlich ganz gut damit klar, die Katze. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall ganz gut dann, weil wir dann kontern können. The Boss. Mutant Tyrannia wäre witzig, wenn wir riesig wären. Oh, Deoxys hat Psi-Angriffe. Ah, im Beißen auch. Interessant. Metallschreck bringt uns nicht unbedingt viel. Helfer-Trophäenschreck wäre natürlich interessant. Hm. 7-9 ist eigentlich auch nicht übertrieben, würde ich sagen, für 13.000. Das passt schon. Blaue Ball können wir mitnehmen, das ist ziemlich gut bei dem. Und dann nehmen wir hier jetzt noch physische Angriffe mit. Das sollte passen. Ja, machen wir so. Ja, wir hätten auch den Windfisch mitnehmen können. Na, egal. Schau mal. Die Helfer-Trophäe ist eh halt die Frage, wie die funktioniert. Gott. Ja, toll. Ich bin so groß, dass ich erstmal... Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen uncool. Vielleicht ist riesig zu sein da doch nicht die beste Idee. Probieren wir gleich nochmal. Aber das sieht problematisch aus. Ich wusste, dass die Helfer-Trophäe ein Problem wird. Wir müssen das bloß richtig angehen. Okay. Nein, er ist nicht tot. Okay, er ist tot. Ah, schade. Das ist doch jetzt ein ausgeglichener Kampf. Au. Oh Gott, wo kam das denn her? Nein, 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 nein. Nein, du Drecksack! Du alter... Oh, ich bin am Leben! Ich bin am Leben! Oh, du hast nicht wirklich 0,1% HP! GG! Oh Gott, war das gefährlich. Puh. Das war richtig mies. Oh, meine Güte. Beinangriffe hoch. Hat der einfach mit 0,1% oder mit 0,1 KP überlebt? Ich fass es nicht. Ah, du machst ja spannend, ja. Das Auto war nicht sehr stark. Nee, da ist er schon mal ein bisschen langsam gefahren. Hat sich vielleicht schlecht gefühlt, eine Katze zu überfahren. Geil, wurde ein Garuga geopfert. Ja, das passt. Das passt ganz gut. Oh, Isaac. Wir können doch Isaac nicht opfern. Das ist ein bisschen tragisch, oder? Also bei allen anderen gehe ich ja mit, die zu opfern, ne? Aber Isaac? Puh. Ab in die Schüssel. So, und das Papa, ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Lernjuwele können wir mitnehmen. Vielleicht können wir dann noch den ganzen Baum fertig machen. Das nächste ist beide runter auf 0,1. Das wäre schon was. Darksuit, wir haben keinen Darksuit. Achso, Darksuit wird zu... Oh, Darksuit und Pheasantsuit. Das ist ja interessant. Giftschutz. Ja, das passt ganz gut. Ja, Darksuit können wir eigentlich wieder mitnehmen, weil den haben wir ja genau evolviert. Walker. Ach, Walker ist aus Star Fox 2, beziehungsweise aus der neueren Star Fox. Ja, nehmen wir mit. Gerne. Und der Pheasantsuit, natürlich. Ich meine, ich muss einen Pheasantsuit dabei haben, ne? Das ist wichtig, hallo? Kann es denn sein, dass ich keinen Pheasantsuit dabei habe? So, was hast du denn Schickes? Leider nicht so Besonderes. Minerva. Okay.
Nehmen wir mit. Kostet nicht viel und wird wahrscheinlich nicht mehr unbedingt kommen. Ich meine, alle, die jetzt nicht da sind, werden wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Und Riss? Ich meine, auch Final Fantasy wahrscheinlich. Ach, Quatsch, Final Fantasy. Fire Emblem. Komischer Typ in der Kutte mit dem Stock. Finde ich toll. Aura-Abwehr hoch. Na, toll. Gegen die ganzen drei Lucarios, die man hier bekämpfen musste in der Story, ne? Naja, so, Funky Kong. Hast du schickes Lernjuwel auf jeden Fall. Ich glaube, alle sind mittlerweile über 100 bei den Lernjuwelen, nicht wahr? Kipp. Okay. Nehmen wir mit. Ja, Kipp ist auch aus diesen komischen, wie heißen die, Jungle Drum Booster oder wie auch immer das Spiel heißt. Keine Ahnung. Wer zur Hölle bist du denn? Das Skull. Okay. Heftiger Typ. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass in, ich wusste nicht, dass in F-Zero auch Untote mitspielen dürfen. Ist nett, ne? Das ist Gleichberechtigung für alle. Ob lebend oder untot, Hauptsache du kannst Auto fahren. Okay. X-Parasiten haben wir schon, Taubsi haben wir. Mehr ist da auch nicht. Bye, Terry. Sehr schön. Okay, Wissensbaum reicht immer noch nicht. Ich glaube, wir haben bloß noch drei Fertigkeiten oder so, ne? Ja, 100, 150. Da drüben noch eins. 130. Oh, da auch nochmal 100. Ultraschnelllader. Das wird schwierig, ne? Wo seine Spezie sieht so aus. Ich meine, möglich, aber ist schon komisch, wenn deine Spezie jetzt einfach bloß ein Skelettkopf ist oder ein Skelettkopf hat, oder? Aber sicherlich eine Möglichkeit, ja. Man darf ihn vielleicht nicht dahingehend diskriminieren. So, Isaac aus Golden Sun. Das war mir irgendwie schon klar. Oh, er hat sogar seine Gruppe dabei. Die Gruppe bringe ich auf jeden Fall nicht zusammen. Aber ja, ich wusste, dass Isaac natürlich aus Golden Sun ist. Das ist klar. Helfer-Trophäen-Gegner. Okay, stärkere Magie für Gegner. Oh, Isaac ist, glaube ich, auch krasser als Helfer-Trophäe, nicht wahr? Helfer-Trophäe machen das Leben schwer. Der Gegner erhält im Kampf Verstärkung. Das kann fies werden. Ah, die Kampfmusik ist cool. Das Spiel ist auch nicht schlecht, ne? So, auf geht's. Holen wir uns was Schickes. Ken. Okay. Ken passt mir. Ken nehmen wir doch da gerne. Dark Matter ist cool. 4-3, ja, passt soweit. Das nehmen wir. Vor allem sieht er halt mega cool aus. Schicke Frisur. So, physische Angriffe passt eigentlich ziemlich gut. Jetzt halt nur die Frage, Windfisch oder Victini? Der Victini-Fisch. Nehmen wir Victini. Ich glaube, wir haben Zeit für ein paar Smash-Angriffe. Schauen wir mal. Die werden natürlich ziemlich stark gegen die Helfer-Trophäe. Aber dann kommt zuerst der Mii-Kämpfer und die Helfer-Trophäe und dann die drei, oder wie? Oh, das ist interessant. Oh, das war Isaac. Ah, ich erinnere mich. Er hat meinen Ball weggeschoben. Wow. Lass das mal. Hörst du jetzt wohl auf? Ach nee, guck mal. Der Mii ist noch gar nicht da. Das ist gerade richtig bescheuert hier. Das ist richtig bescheuert hier. Hör doch jetzt auf mit dem dummen... Hör auf mit der dummen Hand. Und da spawnen immer mehr Leute. Was zur Hölle ist hier los? Meister Junior, ja. Och, goddammit. Okay, jetzt. Ja, ganz toll. Der teleportiert sich nach hinten und macht dann halt denselben Mist nochmal. Ich fass es nicht. Unfassbar. Oh Gott, das sind viel zu viele Leute. Ja, ganz toll, liebe Freunde. Na, und was soll ich da jetzt genau tun? Diese Hände. Ich meine, ich kann durchdashen, aber dann teleportiert sie sich halt direkt. Was für ein absolut bescheuerter Kampf ist das denn? Party. Naja, wenn es wenigstens Party wäre, ne? Ich kann ja nicht mehr irgendwas tun.
Ich meine, die tun dann irgendwie auch nicht wirklich viel, aber... Ich kann halt genauso wenig was machen. Da durchdashen. Okay, eine ist erledigt. Wenigstens, wie gesagt, wenigstens machen die nicht so viel. Der Kampf könnte sehr viel widerlicher sein, wenn die halt richtig ausrasten würden. Ja, bye. Oh Gott. Bye. So, nur noch Isaac übrig. Lassen wir die Helfer-Trophäe halt am Leben. Bringt GB unten was gegen die Hand? Achso, der Konter. Nein! Ist nicht dein Ernst. Oh, fuck, killt er mich nochmal. Er sieht schon aus wie jemand, der andere opfert. Ja, das ist richtig. Die Gruppe können wir auf jeden Fall opfern. Die ist ein gutes Opfer wert. Geht mir gerade ultra auf die Nerven. Aber ich weiß nicht, ob das Konterpotenzial wäre oder ob die... ob die dann einfach nur... Wir können es mal probieren. Niederlage. Ja, natürlich nicht, wenn wir einfach rausgeschoben werden. Wow. Zückt den Kopfsammler. Was für ein unfassbar dämlicher Kampf. Der Kampf wäre ja ganz cool, wenn aber nicht diese Hände die ganze Zeit wären. Nein, lass mich doch in Ruhe. Geh einfach sterben, Isaac. Bitte. Nein. Vor allem, du kriegst ihn halt auch nicht, weil er sich dann instant teleportiert. Und eigentlich ist es sehr viel gefährlicher, wenn er dich dann angreift, nicht wahr? Da, jetzt habe ich fucking Torpedos. Was wollt ihr tun? Ja, mir einfach die Torpedos aus der Hand rausreißen. Ich verstehe. Ich wollte... Ich bin... What? Ich bin eigentlich durchgerollt. Aber es wollte nicht. Nervig ist es die Hand die ganze Zeit. Ja, das ist halt das Problem. Diese dumme Hand. Habe ich auch länger gebraucht. Ja, das... Wie gesagt, es ist ein super widerlicher Kampf. Und am traurigsten ist halt, dass ich es vorhin irgendwie raus hatte. Oder halt eben irgendwie hinbekommen hatte. Und dann killt mich halt der Mii noch. Das ist halt super tragisch. Na, schade. Ich wollte Isaac da ein bisschen festsetzen mit dem Ball. Hat leider nicht so funktioniert. Wenn du halt wirklich Isaac mal bekommst. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Halt wirklich auf Isaac zu gehen. Wenigstens macht die Hand halt keinen Schaden. Also zumindest nicht in der Schiebeform. Yes! Isaac erledigt. Nice. Das macht die Sache jetzt definitiv angenehmer. Ist nicht dein Ernst, dass der mich mit... Jetzt habe ich zurückgeklickt. Dass er mich mit einem Schlag gekillt hat. Och, und das, wo ich so schön Isaac besiegt habe. Ja. Ja. Nein. Ja. Start den Kampf. Spiel. Ugh. Wie stressig. Wie absolut stressig. Aber ich glaube, den blauen Ball nach rechts zu legen, ist nicht die schlechteste Idee. Einen starken B-Schlag gemacht, ja. Sehr ärgerlich, dass er den starken B-Schlag gemacht hat. Das war ganz interessant. Ich sehe nicht mal, er ist so weit außerhalb der Karte, dass ich ihn nicht mal sehen kann. Ich kann mich nicht drehen.
Lässt du mich wohl in Ruhe? Yes! Okay, Isaac ist noch am Leben, aber zwei sind auf jeden Fall schon mal tot. Okay, nur noch du, dich und dein Isaac-Kumpel. Isaac und Isaac 2. Ah, ich hätte es nicht tun sollen. Er stand recht gut. Ja, okay, er steht immer noch gut. Oh Gott. Keine blöden Versuche, irgendwas zu machen. Bitte nicht. Nein. Bam. Yes. GG. Ich weiß nicht, was da links passiert ist. Irgendwie, das war aber so gut. Ich glaube, das war irgendwas mit den Torpedos, dass die beiden sofort rausgeflogen sind. Das war aber absolut wichtig, dass das passiert ist. Ansonsten wäre das sehr problematisch gewesen. Puh. Na also, haben wir das hinter uns. Das war nur dezent stressig. So, ab ins Studio mit dir. Isaac wurde an Kenneth Moon geopfert. Da freut er sich. Nein, nicht Favoriten. Warum ist Ehrenmann Favoriten? Was zur Hölle? Da, Isaac. Achso, ja, Axe können wir auch noch upgraden. Richtig. Und Isaac. Wunderbar. Perfekt. Das war stressig. Okay. Auf zum nächsten Kämpfer. Müsste der Vorletzte sein. Ich habe aber keine Ahnung, wer es ist. Roy! Na gut, da wäre ich nie drauf gekommen. Na dann. Machen wir Roy platt. Opfern wir Roy. Wobei, nee, den befreien wir, oder? Den können wir doch jetzt befreien, oder nicht? Das passt doch. Ja, mit Corin, ne, von mir aus. 12.000. Dann nehmen wir einen 6.000er. Tsubasa Weeble klingt nicht verkehrt. Ja. Verteidigung ist auch gut, genau. Perfekt. Physische Angriffe bringen nichts. Wenn wir ihn opfern würden, können wir ja nicht später mit ihm kämpfen. Ja, das ist richtig. Also kein Opfern. Oh. Nehmen wir es so. Was? Du wirst es gleich sehen. Keine Sorge. Es ist so ähnlich wie Opfern. Der hat aber meinen blauen Ball geklaut. Ich fasse es nicht. Ich glaube, er stirbt gleich. Corin ist ja schon ganz witzig, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Sind halt schon sehr starke Angriffe, die sie machen kann. Ah ja, stimmt, die Lernknarre. Bye. Ah, schade. Ah, doch, hat funktioniert. Yes. Roy kämpft nun mit. Sehr schön. Siehst du, wir haben jetzt nämlich jemand Neues, der für uns Opfer holen kann. Wir haben ihn also in unseren Kult eingeladen. Das ist doch genauso möglich, oder? Wusch. Nice. Aber sie ist noch nicht erreichbar. Nee, noch einen kleinen Schub brauchen wir. Okay. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, wenn wir die Meisterhand besiegen. Hi, ein pures Smash-Duell. Gib dein Bestes und gewinne. Sehr schön. Das werden wir tun. Wen nehmen wir denn dafür? Diesmal darf man jemand anderes ran als Kirby und oh Gott, was zur Hölle ist das denn für ein Banjo-Skin? Okay. Ein Gruntilda-Banjo.
Interessant. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ja, genau. Jemand anders als Kirby und Bob Waifu dürfen jetzt mal die Hand besiegen. Das ist schon sehr interessant. Den habe ich so auch noch nie gesehen. Bei Meisterhand dürfen wir auf jeden Fall gerne ein bisschen nach oben gehen, nicht wahr? Das ist doch nicht verkehrt. Nehmen wir Sigma. Spezialtechniken. Ist schwierig zu sagen. Darkon weiß schon, warum er das Emote so genannt hat. Ja. Ist auch ein sehr schönes Emote. Dafür. Wir können physische Angriffe nehmen. Den blauen Ball können wir ja wegpacken. Und dann könnten wir hier noch den Windfisch, wobei ich nicht weiß, wie viel Windfisch tatsächlich bringt. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir die Meisterhand Blatt bekommen mit Banjo und Kazooie. Wird auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Ja, ja, ja. Lach du mal. So, untote Banjo, go! Oh Gott, nein, Gras! Wir müssen jetzt versuchen, dass er in das Gras reinrennt, nicht wahr? Und ich weiß, das sind Stacheln, aber irgendwie sieht es immer aus wie Gras. Ah, schade, Gras. Das war großer Schaden. Ja, okay, wir tun definitiv weh. Ja, ich bin gerade wieder zu blöd zum Ausweichen. Ja, okay. Yo, das tut richtig weh. Was zur Hölle hat denn Banjo für einen Schadensoutput? Holy. Sehr, sehr krass. Nein, oh, stimmt, die Farbbälle, richtig. Habe ich irgendwie ein bisschen vergessen. Schade. Bam! Nein, 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 nein. Ich hätte mich beide selber gekillt. Yes! GG! Das ging ziemlich gut. Wir haben Farbe an der Nase. Sehr schön. Gruseliger Kampf. Mir fällt jetzt das auf. Jedes Evoli aus den Ninja trägt einen Sonnenhut. Genau, genau. Das ist ja die Besonderheit an den Evolis. Hi, Meisterhand. Und damit auch bei Schutzschild. Okay, das rastet aus. Ah, nice. Sehr schön. Verstärkung für die Streitkräfte der Finsternis. Neue Kämpfe warten auf dich. Okay. Ich wollte gerade sagen, es gibt keinen Ruck, aber es gibt einen Ruck. Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Wir können die Meisterhand eigentlich erst holen, oder ich will die Meisterhand eigentlich erst holen, oder die Crazy Hand, nachdem wir Kira erledigt haben. Deswegen machen wir noch mehr helle Kämpfe. Der letzte Ruck, wir brauchen noch den letzten Schub, um Kira zu erledigen. Er ist schon krass, in einem Durchlauf beide erledigen zu wollen, nicht wahr? Da muss man schon richtig, richtig handeln, habe ich das Gefühl. Dann mehr helle Geister besiegen, ja, bin dabei. Meisterhand wurde Mr. Tankkiller 08 geopfert. An meinen großen Vorfahren. Er wird es mit Dank annehmen. Ja, sehr gut. Stroh des Drakens Markenzeichen deswegen. Ja, genau. Eve. Okay. Wer zur Hölle ist Eve? Also ich wollte gerade sagen, es müsste Earthbound sein, aber sieht gruselig aus. Riesenrob. Okay, 9700, holy. Abwehr schwächer, Angriff schwächer. Okay. Stärke Elementarangriffe oder Energieangriffe für Gegner. Gegner hat Superrüstung, Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Außer aus Smash reduziert die KP der Gegner auf 0. Für wen ist Angriff und Abwehr schwächer, ist die Frage. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ich hoffe nicht für mich, aber wir werden sehen. Auf geht's. Gehen wir an. Oh, mit Lucario. Okay. Also wäre schön, heute auf jeden Fall noch Kira zu erledigen. Das ist auf jeden Fall noch das große Ziel. Und vielleicht die Verstärkung zu holen. Aber alle Kämpfe oder fertig zu machen, wird wahrscheinlich heute nichts mehr. Na, mal sehen. 9-7.
Also das wäre so das große Ziel, sag ich mal, heute. 9-7, da können wir schon hier Mega Man-Echse. Nehmen wir die Echse mit. Lucario. Blauer Ball ist hier auf jeden Fall stark. Es gab Aura-Angriffe. Das weiß ich. Aber wer zur Hölle hatte Aura-Angriffe hoch? Bis man das jetzt findet, dauert es auch ewig, nicht wahr? Was ist vielleicht gerade eben jemand auswendig? Die Echse, ja. Was Aura-Angriffe hochgab. Weil ich weiß, dass man sortieren kann, aber dann müsste ich halt immer noch Aura-Angriffe suchen oder finden eben. Und ich weiß, dass es nicht viele gab, die das geben. Deswegen. Man könnte gucken. Gaben. Man, hier sind wir schon irgendwo richtig. Magieangriffe, Psi-Angriffe, Feuer, Explosion, Wasser, Eis, Elektro, Hebel, Schildschaden, Riesenschreck, Metallschreck, Helferschreck, Kritisch, Laufrahme, Schildstärke. Nee. Aura-Abwehr haben wir hier den alten Mann, aber das bringt mir halt nichts. Hier, Aura-Angriffe. Jetzt. Wo kam der denn her? Young Cricket. Nixios, vielen, vielen Dank für die 11 Monate. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Resubscription. Sehr freundlich von dir und guten Abend. Schön, dass du dabei bist. wen nehmen wir mit? Merrick? Oder ja, oh, Yama ist cool. Ich mag Yama. Okay. Aura-Angriffe haben wir dabei. Starker Smash. Wir können B, wenn er eh nicht so schnell ist, könnten wir die B-Angriffe machen. Also Spezialtechniken, das passt. Immer doch, wenn ich schon da bin. Oder wenn du schon nie da bist. Ach, das ist, ja, ne? Wie es hier reinpasst. Kein Zwang, kein Zwang. Und freut mich natürlich immer, wenn du dabei bist. So, dann probieren wir mal Eve platt zu machen. Hat einen Hut gebraucht, weil seine Haare grün ausgesehen haben beim Greenscreen. Dadurch wurde der Strohhut geboren. Oh, interessant. So viel zu langsam. Der ist kein Stück langsam. Der ist aber bloß nicht zu unterbrechen. Ich dachte irgendwie, er wäre langsamer dadurch dann. Ja, aufladen kann ich das nicht unbedingt so gut. Ich wollte gerade sagen, renn doch mal rein. Oh Gott. Man kann ja definitiv schon was machen. Aber er tut halt weh, vor allem mit der hohen Reichweite. Das ging sehr weit. Oh, Angriffsschwäche, Abwehrschwäche. Das ist interessant. Hat halt nur nichts gebracht. Toll. Ganz, ganz toll. Hätte ja funktionieren können. Okay. Selbe Spiel nochmal. Oder wir sterben einfach instant. Auch eine Option. Nice, das hat gut wehgetan. Mir leider auch. Aber ihm definitiv auch dadurch. Der Schaden, den er drückt, ne? Ich meine, wir waren gut, aber nicht gut genug. Bereit? Los! Bleibt einfach immer in Bewegung bleiben. So ein paar schnelle Angriffe rein und dann wieder weg. Weil er sollte mich halt eben an sich nicht bekommen. Das ist ganz wichtig. Angriff geben, dann wieder weiter. Angriff geben, weiter. Nehmen nicht das Laserschwert. Nicht das Laserschwert nehmen.
Ist mir zu gefährlich gerade eben. Ich muss es nehmen. Auch wenn ich dann halt so ein bisschen die Psi-Angriffe verhaue. Oder halt eben nicht mehr die Psi-Angriffe habe. Ist egal. Oh Gott! Aber hey, Angriff oder Abwehrschwäche ist ganz angenehm. GG. Das hat ganz gut funktioniert. Ein bisschen Bewegung bleiben war da definitiv die bessere Option. Nice. Nächster Gegner eliminiert. Wunderschön. Dauert hoffentlich nicht mehr lange, bis wir dann zu Kira kommen. Welche Geister nehmen wir denn noch? Halt, das war der falsche Weg. Den da. Oh, Mipha! Ja gut, sorry Mipha. Vorhin standest du uns doch bei, jetzt ja, wird das leider etwas anders laufen. Aber hey, der Inkling passt ganz gut. Okay, Ausdauer-Smash. Reduziert die KP der Gegner auf 0. Der Gegner heilt sich fortlaufend. Okay, passt. Und schöne Musik. Ich wurde Nixios geopfert. Kannst du einen Roboter wirklich opfern? Das sind die großen Fragen des Lebens. Mit Chrom, okay. 3-9. Wer hat das so... Oh, ich habe eine Idee. Ist zwar ein bisschen fies, aber ich habe eine Idee. Link könntest du ja heute auch nochmal passend nehmen. Ja, aber ich finde, hier passt Gendorf besser. So zu dem, wer sie niedergestreckt hat. 3-9. 3-9 ist etwas sehr wenig. Kalista. Vielleicht. 1-7. Gehen wir vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Hey, nehmen wir Chaos dazu. Chaos passt irgendwie zu Gendorf, finde ich. Haben wir zwar bloß den blauen Ball, aber das reicht. Das reicht Gendorf, um Mipha Platz zu machen. Für einen Recken muss das reichen. Aber ja, Link können wir passenderweise irgendwann auch nochmal nehmen. Hi, Mipha. Sorry, aber gibt das Maul, Mipha. Oh Gott, das war gemein. Okay, 0,6 KP. Warum immer? Oh, sie heilt sich. Ja klar, ich habe gar nicht geguckt. Besi. Ja, ich habe es versucht, aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Sorry. Ich habe sie geschulterrammt. Mipha deaded. Tja, Mifas Gebiet ist leider nicht einsatzbereit. Das war schon 2001 Odyssey im Weltraum gefragt. Ach, den Computerroboter eine Seele. Ja, ist richtig. Ist ja auch so ein bisschen die große Sache davon. Das ist schwierig. Gigamac, oh Gott, der guckt nicht glücklich. Hi. Okay, Riesen-Little-Mac. Naja, oder Gigamac halt. Gegner Superrüstung, Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Außer das Match reduziert die KP der Gegner auf 0. Riesenverwandlung für Gegner. Okay. Was auch immer das für eine Musik ist. Interessant auf jeden Fall. So, wen bekommen wir? Wer darf Riesenmac platt machen? Mipha wurde langsam auch geopfert. Yes. 13.000. Da haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Dann nehmen wir doch gleich mal... nehmen wir Xerneas mit. Komm. Darf auch mal wieder was machen. Snake haben wir dabei. Snakes großes neues Ziel wurde gefunden. Nehmen wir Spezialtechniken. Und dann physische Angriffe. Ich glaube, Smash-Angriffe werden wir eher weniger machen. Echt der Klassiker, der Film. Absolut. Absolut. Auf jeden Fall. Sehr stark gemacht. Okay. Er rastet hier erstmal komplett aus. Da, frisst Granaten.
Oh Gott, das ist irgendwie unangenehm. Hörst du wohl auf, die selbe Taste wird zu spät. Oh mein Gott! Das ist dezent unschön. Die Reichweite von den Typen. Ich hoffe denen alle. Naja, alle, die wir besiegen. Alle, von denen wir die Köpfe bekommen. Schade. Oh Gott. Ich weiß ja noch nicht genau, wie ich das angehen will, ne? Natürlich kann er sich da nochmal umdrehen. Nicht mal ein Raketenwerfer macht dem was aus. Meine Güte. Oh Gott. Warum hast du jetzt eigentlich den K.O.-Modus? Ich weiß nicht, ob wir das mit Snake hinbekommen. Das Hauptverstream heute, genau. Nau ihn. Das ist so schwierig, weil er die ganze Zeit rumhüpft. Ich wollte ihn ja nauen, aber das muss dann schon richtig laufen. Der ist viel zu sehr in der Luft. Oh Gott. Oh Gott. Toll. Ich krieg's nicht hin. Kannst du das nicht an ihn kleben? Nee, das ist bloß am Boden. Das ist Mega Man, der das an einen rankleben kann. Ich müsste mich halt selber dadurch sprengen und das macht ihm halt gar nichts. Oh Gott. Boah. Keine Ahnung, wie ich da gescheit durchkommen soll, muss ich sagen. Vor allem halt auch noch gegen Superrüstung, ne? Niederlage fortsetzen. Ich müsste immer wieder wegrennen und immer wieder Explosionen liegen lassen. Aber ich glaube, mit Naus geht das nicht. Da müssten wenn dann Granaten vielleicht her. Granaten und der Mörser. Ich glaube, das wäre die beste Option. Weil Nahkampfangriffe sind nahezu unmöglich, würde ich sagen. Einfach alles verminen. Dann immer wieder weg. Das wollte ich nicht. Er hat sich selber das Ding auf den Kopf gehauen. Dadurch haben wir da vielleicht eine Möglichkeit. Ganz toll. Ja, großartig. Super, ja, das ist halt vorbei. Versteck dich im Karton, dann wird alles gut. Kann ich bitte aufhören? Oh Gott! Ich will nicht immer seitlich drücken. Ach, meine Güte. Hey, er hat den Feuerstab weggehauen. Okay. Ah, komm, als ob du dich jetzt da hinten versteckst. Jo, klar. Das ist, du musst ja nicht aufhören mit der Combo, ne? Schade. Nein, nicht schon wieder. Ah, na, das war dämlich.
Ja. Mein vergiftet ist er, das ist schön. Oh. Er ist so happelig. Oh, dammit. Niederlage. Fortsetzen. Ich meine, wir haben viel unnötigen Schaden gefressen, aber ich bekomme halt auch keinen Schaden in den Reihen. Oh. Könnte ich oben stehen bleiben? Nicht unbedingt, aber vielleicht bekomme ich ihn da weg. Wenn ich hier oben stehen bleibe. Er ist da oben definitiv nicht so stark. Das Problem ist halt eben, dass das nicht lange so bleibt. Ja, doch. Also, es kommt relativ schnell wieder, sagen wir so. Das ist erstaunlicherweise nicht die dümmste Strategie im Moment. Das war ein bisschen dämlich, aber gut. Leider trifft es ihn nie. Das ist ein bisschen das Problem. Aber gerade so in der Luft kann ich ihn dann auch gut treffen. Also da die ganze Zeit einfach drauf springen. Okay, er hat seinen K.O. direkt rausgehauen. Ich kann hier oben auch schön auf ihn warten, weil er hier halt nicht unbedingt mit der schönen Combo rankommt. Ist zwar nicht die ehrenvollste Methode, aber es ist auf jeden Fall machbarer als alles andere bisher. Es... Oh, das ist gar nicht gut. Nein! Oh, das gibt es nicht. Fallen, das war nicht mal die Ulti. Ach, schade. Richtig schade. Das hätte so nicht sein müssen. Ah, Mann. Ach, na gut. Dann halt eben nochmal. Wie gesagt, das hätte so nicht sein müssen. Läuft alles nicht so wie gewollt. Ist aber auch schon echt ein mieser Typ. Das kassiere ich gerade auch immer zu sehr. Ich denke, ich probiere es vielleicht noch ein, zwei Mal, dann müssen wir auf jeden Fall was anderes versuchen. Ich weiß gerade noch nicht genau, was. Ah, wahnsinnig schwierig. Muss halt sehr viel schneller sein. Wie gesagt, er darf mich eigentlich nicht so häufig treffen, während ich da oben bin. Warum aktiviere ich das immer wieder? Das ist so ätzend. Oh mein Gott, diese Riesenreichweite von ihm. Niederlage. Fortsetzen.
kriege ich aber nichts hin. Ich darf halt echt nicht stehen bleiben. Ich dachte, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber jetzt kommt er irgendwie deutlich besser da nach oben. Halt immer Mörser weg, Mörser weg, Mörser weg. Das war ärgerlich. Nein, den Mörser. Okay. Das war ganz nett. Ah, dann trifft das nicht. Nein, komm schon. Diese Kombos, ne? Mit einer Kombo bin ich halt eigentlich so gut wie tot. Das ist halt so heftig. Nee, da ist er viel zu hibbelig für. Ich würde ihn am liebsten mit den Naus treffen, aber das geht halt eben genauso wenig. War nicht unbedingt so geplant, aber okay. Reicht halt nicht. Jetzt bekommt er gleich seine Ulti. Ich meine, nicht, dass es was ausmacht, ob er mich mit einem normalen Schlag oder seine Ulti trifft. Das war wahnsinnig knapp. Alter Drecksack, du! Kommt ihr mir einfach hinterher? Ich fass es nicht. Ho! Oh. Wo ist die explodiert? Oh, das war so gut. Ja, das war so schön, dass er da gegen die Wand gegangen ist. Das war viel zu gut. Wollte gerade sagen, beenden wir es richtig, aber... wird wohl nix. Yes! Oh mein Gott! Was ein Krampf! Wie ätzend. Oh, es war so wichtig, dass er da gegen die Wand diesen Aufladeschlag gemacht hat. Oh, das hat das Ganze geschafft. Oh. Dankeschön. Das war sehr stressig. Kira-Zeit. Yes. Die Finsternis gewinnt Überhand.
Das Licht, das Kiva schützte, ist gewichen. Nice. Das war eine schwere Geburt. Oh ja. Oh ja. Absolut. Okay. Ab zu Kira, würde ich sagen. Nice. Machen wir hier die Revanche. Peach, Braut. Okay, wie sie guckt. Oh. Surprise Pikachu. Oh, sehr gut. Pollenallergie. Warte, was? Besiegen Hauptgegner, um zu gewinnen. Ach, Mario ist auch dabei. Ja, gut. Leichter Dauerschaden für dich. Der Gegner versucht, Abstand zu halten. ja, so in der Richtung. und warum ist Pollenallergie in Dings? In New Donk City? Ach, schön. Und was ist das für eine Musik? Vielleicht auch irgendwas aus Super Mario Odyssey, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht Superstar, ne? komisch. Klingt jetzt auch nicht unbedingt nach Mario. Hm. Spoiler-Musik? Ja, gut. Alles gut. Passt schon. Ich meine, ich bin selber schuld, wenn ich... Wie lange ist jetzt Switch das draußen? 7 Jahre? Wenn ich 7 Jahre kein Super Mario Odyssey spiele, verschließt eure Ohren. Verschließt die Ohren. Ausweichhelfer. Nee. Wolljoshi. Nehmen wir Wolljoshi. Komm. Wer kann besser... Ach halt. Nee, haben wir es... Warte, haben wir gerade eben... haben wir gerade eben gewechselt oder nicht? Weiß das gerade jemand? War der Zufall einfach nochmal Snake? Oder haben wir nicht gewechselt? Ich meine, es muss eh... Es kann eh nur einer sein, nicht wahr? Eigentlich müssen wir schon... Noch nicht, okay. Dann gibt es eigentlich nur einen, der hier mitmischen kann. Pollenallergie ist gleich dein Dauerschaden. Ja, ja, ich weiß. Was hast du geschrieben, Garuga? Ich höre dich nicht. Vor allem gab es nicht schon mal einen Peach-Kampf, wo Peach die ganze Zeit weggelaufen ist? Warum ist das jetzt schon wieder? Da war sie doch Paulina, nicht wahr? Wie gesagt, warum ist das denn jetzt schon wieder der Fall? In allen Kämpfen, wo Peach dabei ist, ist sie irgendwie immer bloß dabei wegzurennen. Hi. Guten Tag. Warte, hat sie Superrüstung? Du entkommst mir nicht, Peach! Ach Gott, was willst du denn? Zieh dich. Klatsch. Bah! Voll in die Fresse! viel zu gut. So. Ihr könnt eure Ohren wieder öffnen. Ohren können geöffnet werden. So, beim Schwimmen Schadenswert halt einmal massiv. Das klingt ganz nett. Wunderschön. Sollst du irgendwann mal Mario Odyssey spielen? Erinnere ich dich an den Moment, wenn du bei der Musik angekommen bist. Okay, okay. Klingt gut. Ich bin gespannt. Wissensbaum. Wir haben den nächsten Punkt zu verteilen. Nice. 100 haben wir, genau. Weniger fangende Schaden durch Nahkampfwaffen wie Schwert und Peitschen. Das klingt ganz cool. Ansonsten hier Ultraschnelllader. Finde ich, brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir die Waffenresistenz. Nice. Du hast noch kein Odyssey gespielt? Nein. Nein. Leider nein. Ich habe jetzt sehr spät die Switch gekauft. Und habe dann eigentlich gleich bei Monster Hunter weitergemacht und hab die Standardspiele gar nicht gespielt. Ich meine, Breath of the Wild habe ich auch noch nicht gespielt. Von dem her selbes Problem, ja. Das ist die ganzen Startspiele so der Switch. Habe ich noch nicht wirklich gespielt. Oder viele Spiele der Switch noch nicht. Metal Gear Z, konnte man dann auch upgraden? Scheinbar. Naja. Und Grillman!
So, großes Problem ist halt, wir brauchen jetzt unendlich lange, um wieder die Lernjuwele zu bekommen, nicht wahr? Deswegen versuche ich eigentlich gerade eben die Shops abzugrasen. Hätten wir viel häufiger machen müssen, die Lernjuwele kaufen. Ich habe es jetzt auch erst Sam Hajanyu gekauft, ja. Ja, damals waren halt eben auch ein paar andere Sachen wichtig, ne? Immer schwierig. Aber naja, ich hol's irgendwann nach. Auch Odyssey steht schon fest auf meiner Liste. Auf der sehr langen Liste. Irgendwann werden wir es bekommen. Oh, Wheelie. Wheelie ist süß. Süßes Ding. Sprintangriff. Okay. Hellirin? Wer zur Hölle bist du? Also ein Vogel in einem Helikopter. Aber was zur Hölle? Und das hat eine Skurtech. Okay. So, Lernjuwele kaufen wir dann nochmal ab. Ja, okay. Sind wir doch schon wieder bei 20. Na, bin müde. Gute Nacht zusammen. Letzte des Tages war schon. Genau. Bis übermorgen dann. Okay. Bis übermorgen dann, Samarok. Schlaf schön. Hab eine gute Nacht. Und ja, dir einen schönen Samstag. Bis Sonntag dann. Und vielen Dank, dass du natürlich dabei warst. Der Fashion Scooter, oh Gott. Dafür könntest du nur noch Breath of the Wild gleich mit Hyrule Warriors 2 weitermachen, ohne darauf warten zu müssen. Ja, das ist richtig. Ich meine, das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir das machen werden. Wären noch ein paar andere Sachen da. Ich habe sie geholt, kurz nachdem die Geschäfte aufgemacht haben. Am Erscheinungstag. Das ist auch cool. Ich meine, ist eine schöne Sache, ne? Je nachdem, wie man da auch Zeit hat und wie es da möglich ist. Okay, Kira wird einfach mal von fucking Arceus bewacht. Klar, ne? Warum nicht? Das ist... Das ist, wie war das? Arceus hat das Universum erschaffen. Und aus ihm sind dann alle anderen... sind dann alle anderen entstanden? War das nicht so? Ich glaube schon, nicht wahr? Kann man einfach mal bringen. Oh, Corrin passt ganz gut. Ja, ist richtig. Vor allem wegen Zelda. Ja, gut. Ja, wenn's passt, ne? Oder wenn die Möglichkeit da ist, dann kann man das ja auch so machen. Ich denke, wenn damals was anderes los gewesen wäre, ich denke, da war sehr viel gerade los mit anderen Spielen, da hätte ich es mir vielleicht auch früher geholt. Aber so wusste ich halt, dass es ja davor nichts wird. Ist jetzt ähnlich wie mit der PS5, ne? Ich wusste ja, dass ich sie gar nicht vorbestellen muss. Selbst wenn ich es vielleicht geschafft hätte. Wahrscheinlich ja eher nicht, aber... Können wir machen, Palutena. Das passt. Gott gegen Göttin. Das passt. Aber wie gesagt, selbst wenn ich sie hätte vorbestellen können, hätte es mir nichts gebracht, weil ich hätte jetzt eh kein Demon's Souls spielen können. Und ich glaube, alle anderen Release-Titel sind nicht so spannend. Ne? Sobald dann mal Horizon 2 oder sowas rauskommt, wird die ganze Sache vielleicht nochmal anders aussehen. Aber im Moment weiß ich, dass die PS5 beim Modus rumstehen würde. Da musste ich mir dann den Stress nicht geben, um sie vorzubestellen. Was kann die gute Dame eigentlich? Wir haben eine Zeit mit MH4 Ultimate und MH Jam beschäftigt. Okay. Könnte sein, dass es bei mir auch so war. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ach, Autowahl. Oh, hoppla. Wie läuft das Abenteuer? Wir sind ein Kampf vor Dings. Ein Kampf vor Kira. Um Kira Platz zu machen. Die Verstärkung der dunklen Seite haben wir schon geholt. Oder die ist schon da. Die müssen wir dann noch befreien. Und... dann theoretisch alle Kämpfe noch abschließen. Also wir sind auf einem guten Weg. Und ja, wir machen einfach mal Arceus platt. Weil man das einfach mal so macht, ne? Man klatscht einfach mal den Gott der Pokémon-Welt. Muss schon tragisch sein, oder? Wenn da so ein kleiner Knirps ankommt und dich als Gott der Pokémon-Welt einfach so wegsnackt. Am besten noch einfängt. Käme ich mir schon ein bisschen verarscht vor. So, 13.900. Eigentlich wäre Pokémon Trainer auch eine gute Idee. Naja. Erhöhte Katapultierbarkeit für dich. Im Kampfverlauf. Sturmwarnung. Lass dich nicht fortwehen. Es erscheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen. Naja, welche wohl? Wer hatte nicht 6 Arceus im Team in Pokémon XY Online? War die Standard-Kampfmethode, oder wie?
Ja, wenn, dann gehen wir mal richtig kräftig rein, oder? Die Pokébälle sind stärker als ein Gott, ja? Scheinbar. Ich weiß auch, was stärker ist als ein Gott. Ein blauer Ball. Nehmen wir Smash-Angriffe, die tun weh. Von vielen, ja. Sehr gut. Hat er auch mit Xenoblade zu tun? Ja, ich einer der wenigen bin, der es auf dem 3DS hat. Ah, okay. So. Oh Gott. was macht denn der? Irgendwie hat er bisher nur nichts gemacht. Was macht Arceus? Weiß das jemand? Wer ist jetzt der wahre Gott, Arceus? Ha? Huh? Ha? Huh? GG. Geh zurück und lern nochmal, wie man Gott ist. Also das ist langweilig, da muss ich lieber meinen Shiny Alatria. wenn du Luft bist, Meteor effektiv. Also Meteor-Effekt. Aber in Extremen. Oh, okay. Das ist interessant. Dann war es ganz gut, dass ich auf dem Boden gestanden bin. Okay. Ach, Altaria. So rum. Ah ja. Altaria ist süß, ne? Haben nicht gesagt, dass es die beste Idee ist. War nur immer gefühlt jeder dritte Kampf gegen Randos Online damals. Gott, die Musik schon, ne? Okay. Wen nehmen wir gegen Kira? Wen nehmen wir gegen das Rematch bei Kira? Shiny ist recht, okay. Shiny habe ich noch nie gesehen. Ach, die Musik. Wen nehmen wir gegen Kira? Ich meine, wir können wieder Kirby nehmen, wir könnten Bob Waifu nehmen. Definitiv. Hat es vielleicht auch jemand anders verdient? Als wurde halt Marcel geopfert, genau. Und Kari hat allein alle 6 besiegt meist. Gott. Kira. Wen hatten wir gegen das? Weiß nicht mehr, wie er geschrieben wird. Ich glaube, es ist D-H-A-R-S. Aber ich bin mir nicht sicher. Entweder so oder, also wie du es geschrieben hast, oder mit D-H. Aber ja, passt schon. Ich meine, wir können natürlich auch sowas wie Dunkle Samus nehmen, weil wir jetzt ja theoretisch gegen das Licht kämpfen. Also sind wir jetzt ja eigentlich ein Kämpfer der Dunkelheit. Mayola Link, ja, wie gesagt, ich denke eher so auf der dunklen Seite wäre gerade interessant. Weil wir ja, wie gesagt, gerade eben eigentlich für die Dunkelheit kämpfen. Wenn wir jetzt Kira platt machen. Ich weiß nicht, ob ich mit Dunkler Samus sie erledigen werde. Vor dem Meme Steve. Wir hatten heute schon Steve. Das ist ein Neo-Weltraum-Deck-Dragon. Das wäre am ehesten Dunkle Samus. Komm, wir nehmen Dunkle Samus. Dunkle Samus finde ich passt schon irgendwie ganz gut. Ich habe nicht... Okay, gut. Ich wollte sagen, ich habe hier nichts gewechselt. So, wir nehmen Sigma. Sigma finde ich da immer ganz gut. Jetzt die große Frage. Was nehmen wir? Die Musik ist halt schon echt cool, ne? Was nehmen wir? Eigentlich Laserschwert, nee. Machen wir hier mal wieder Gaben. Der erste Zufall war Steve, genau. Danach müssen wir das nicht unbedingt nochmal gleich nehmen. Erstmal nicht den Celebi Cheatcode. Ja, das ist richtig. Den nehmen wir erstmal nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es mit Samus hinbekomme, weil Samus ist schon cool, aber ich habe das Gefühl, wir können nicht oft genug aufladen dafür. Wir sind komplett falsch. Perfekter Reflektor, Laufrahme, langsam gehen wir in die richtige Richtung. Wasser, Feuerexplosionsangriffe, Flammenexplosion, etc. Das ist aber nicht richtig, ne? Hm.
Oder wie heißt das denn, was man bei Samus machen würde? Oder sind das Feuerexplosionsangriffe? Eigentlich schon, oder? Ich dachte, es gäbe nochmal was anderes. Flammenexplosionen. Eigentlich ist das, was Samus macht. Nee, Beams. Es gibt Beamschaden. Stimmt. Wo ist Beamschaden? Das weiß ich, oder? Bin mir recht sicher. Also das sind schon die Sachen, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Beamschaden gibt. Psi, Magie, Aura, Spezial. Starker Smash, kurzer Lag. Schussangriffe. Bögen und Beams. Ah, Schussangriffe sind's. Na, also, ne? Ich denke mal, es ist schon klar, was wir nehmen müssen. Ja, aber die Chozo-Statue. Wobei, auf der anderen Seite, wir spielen gerade dunkle Samus. Ich weiß nicht, ob die es verdient hat, aber passt schon. Starker Smash. Explosionsangriffe mehr auf jeden Fall dann Missiles. Kann auch viel versuchen mit Missiles dann. Wäre auch schon möglich. Oder wir gehen einfach auf den Windfisch. Windfisch wäre natürlich dann auch am sinnvollsten. Genau. Wegen Spezialtechniken, weil das ja alle Spezialtechniken sind. Machen wir es mal so. Gucken wir mal. Auf geht's. Machen wir Kira platt. Das wird hoffentlich heute auf jeden Fall noch funktionieren. Da bin ich sehr gespannt. Okay. Na? Viel Glück. Dankeschön. Ich werde es brauchen. Vor allem, ich habe halt keine Ahnung mehr von Kira. Ja, das tut schon weh. Das sind viele Bälle. Oh. Okay. Das ist interessant. Okay, aber machbar. Das ist leider die komplett falsche Richtung. Yes. Bling. Okay, da haben wir leider nicht so viel Schaden gemacht. Zweite Phase gleich wahrscheinlich. Ja. Oh oh. Okay, wir machen aber wahnsinnig viel Schaden. Oh Gott, Wabbel. Da, Wabbel. Wabbel. Na, Wabbel. Oh Gott, Wabbel. Okay. Alles gut. Leaves on Breath of the Wild. Wir sind in der Gerudo-Wüste. Und haben dort mal... Also, zur Anfang-Wüste. Haben dort mal ein bisschen rumgemacht. Wir haben Leute geopfert. Was es genau bedeutet, musst du leider selber rausfinden. Das war gruselig. Big Wabbel, ja. Oh, ich habe doch keine Ahnung, was sie immer macht. Das zum Beispiel. Au. Ja, Stall in der Schlucht, genau. Und den Turm geholt. Ja, so in der Regel. Okay, der Anfang lief besser, aber ich habe halt teilweise keine Ahnung, was sie für Angriffe hat. Das ist das größte Problem, denke ich. Okay, das machst du zweimal. Nee, einmal nur, okay. Zweimal dann erst in der zweiten Phase. Es wurde gut und viel geopfert, ja. So, das kennen wir. Das war dämlich. Das ist sehr angenehm. Okay. Yes. Wunderbar. Richtiger Zeitpunkt. Okay, zweite Phase. Jetzt müssen wir ein paar schöne Beams treffen. Oh Gott. Hoch und runter Wabbel. Ja. Der Hoch und runter Wabbel ist ja fast schon einfacher als eine andere Wabbel. Bam. Wahnsinnig aufpassen. Es tut nicht so sehr weh. Das sollte einen halt trotzdem nicht zu häufig treffen. Ich kann halt in der zweiten Phase kaum
Das macht so wahnsinnig viel Schaden. In der zweiten Phase kann ich halt kaum mein Beam aufladen. Sie bleibt halt kaum mal stehen. Die meisten Angriffe sind halt viel zu gefährlich, um da den Beam aufzuladen. Oh. Nice, okay. Oh, sie verliert so wenig Schaden. Also viel wenig Leben und noch weniger, habe ich das Gefühl. Super! Super, go! Nein, das war's. Ah, so knapp. Ah, das tut weh. Das tut sehr, sehr weh. Da haben wir leider nicht noch ein bisschen Schaden machen können. Die Super war cool. Aber leider hätte ich nochmal den Mew schießen müssen. Krasses Pokémon, das ist noch Meisterball Dragon. Leider bei Arceus aufgebraucht. Ach komm schon, was zur Hölle war das denn? Wie ärgerlich, dass das Ding es aber geblockt hat. Skulltech könnte ich vielleicht auch hier und da benutzen. Oh, what? Okay. Was zur Hölle? Okay. Den Angriff kannte ich noch nicht. Weg da. Ich wollte ein bisschen gegenschießen, aber keine Chance. Missiles können wir draufhauen. Ja, das tut auch weh, wow. Missiles gehen auch gut. Ich dachte nicht, dass es trifft. Für das Ding reicht ein stinknormaler Pokéball, ja, vielleicht. Nice. Das war auch guter Schaden. Zweite Phase. Sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Also vor allem viel Schaden gemacht, ohne die Dings zu brauchen. Den Punkt, wo sie hinfällt. Oh. Wie geht man da durch? Muss ich da durchrollen? Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen muss gegen den Angriff. Und der hat mir immer wahnsinnig viel Schaden gemacht. Interessant. Muss man durchrollen? Okay. Interessant. Tatsache ist, ich hätte mal ein Nest benutzt gegen diese Trippelkugeln. Ich war bei 90%, aber wieder bei 0. Ja. Ja klar, mit Nest ist das halt richtig angenehm. Ja, das kann ich auch. Blitzbälle schießen, ha? Huh? Blocken habe ich gerade gemacht. Blocken hat es aber komplett ignoriert. Schade, das war blöd. Nee. Ach, komm schon. Ehrlich. Ich sollte halt auch eigentlich echt nicht so viel rumspielen hier. Oh, ich dachte, ich hätte noch einen Sprung. Ah. Das ist ein Teleport. Ich denke, ich erwische sie immer noch beim Teleport, aber da bin ich dann immer ein bisschen zu spät. Gut, das war ein bisschen Schaden. Okay, Agrophase. Au! Ah! Ja, der Wabbel hat ein bisschen getroffen. Da sind viele Bälle. Nein. Ah, Gott. Das ist es, ne? Nee, das ist der Explosionsball. Oh, wie mies. Nein. Oh, das war viel zu knapp. Oh, das kenne ich nicht hin. Okay, ich wollte gerade sagen, das kenne ich nicht hin besonders. Oh, mies. Kommt das einfach nochmal nach. Ich fass es nicht. Das tut jetzt auch weh, wenn die treffen. Yo, das tut sehr, sehr weh.
Schade. Ach. Das ist, glaube ich, ein Tabu angelegt aus dem Subraum im Brawl. Weil hat er auch sowas. Muss er auch durchdodgen. Bei dem war man safe tot, wenn man dem nicht ausgewichen ist. Ja, da war irgendein Angriff, ja. Irgendwas so nahezu Instant Kill oder halt Instant Kill bei Tabu. Das ist richtig. Der hatte da einen richtig widerlichen Angriff. Ah, meine Güte. Am Anfang lief es so gut, ne? Und jetzt kommen wir gerade nicht mehr unbedingt rein. Waren aber auch gerade unvorteilhafte Angriffe, die wir hatten. Ich habe es damals aber Subraumwelle genannt. Klingt schon ziemlich gut. Klingt passend. Das war wahnsinnig knapp. Da hätte ich mich beinahe selber gekillt. Okay, hier weiß ich ja, wie das abläuft. Nice. Macht der untere eigentlich mehr Schaden? Ja, vielleicht. Beschwören Wither, der hilft dir. Okay, ich glaube, der Wubble ist tatsächlich angenehmer. Ich habe auch das Gefühl, die seitlichen Wubble bei ihr können weiter reingehen als bei Dars. Alles andere sollten wir überleben, ja. Das ist nicht so schlimm. Das ist vor allem sehr viel angenehmer als bei Yo, ne? Versuch da mal durchzukommen. Ah, ich dachte, ich bin tief genug. Das ist viel zu viel. Yo. Ich hasse es. Ich hasse es sehr. Das war nicht der Angriff, den ich haben wollte. Missiles, go! Yes! GG! Kira erledigt! Nice. Sorry, Kira. Die Missiles haben es gerissen. Sehr, sehr schön. Twitch hat sich gemeldet. Twitch muss noch warten. Ich bin auf einem Hoch. Du musst leider ausmachen, ja. Jetzt bin ich gespannt. Was macht das jetzt? Okay. Das ist mies. Okay, krass. Auch ein sehr fieses Ending. Nicht, dass das andere besser wäre. Ende gut, alles gut. Nee. Okay, das ist creepy. Das ist sehr creepy. Der Mann ist etwas brutaler, ja. Auf jeden Fall. Wow, okay. Das, ne? Komm klar. Gott. Und vor allem, wie es halt eben aussah, als wäre Kira gar nicht tot, sondern einfach bloß gefesselt und zerstückelt, ne? Meine Güte. Ja, der weiß schon, wie er sowas erledigt. Oh je. Du bist noch auf Sendung. Guten Abend. Guten Abend, Necro-Fan. Willkommen zu Stream. Ja. Gerade noch, sag ich mal, gerade noch. Wir haben zum Ende hin noch eine kleine Runde Smash Bros. Gemacht, um hier ein bisschen weiterzukommen. Und wir sind definitiv weitergekommen. Wenn man Dars oder Kira nicht besiegen darf, endet dieser Kampf dann nie, oh doch, auf eine besondere Weise mit besonderer Hilfe. Siehst du den hier? Das ist die Meisterhand. Die haben wir aus dem Griff von Kira befreit. Genau dasselbe werden wir jetzt mit der Crazy Hand tun. War mein Ketten gefesselt, fast auseinandergerissen und dann aufgespießt. Aber nur Yikes.
Definitiv. Bestes Ending. Genau deswegen wollte ich Kira nochmal besiegen. Gerade weil ich mir dachte, dass so oder sowas Ähnliches schon kommen wird. Das ist schon heftig. Da muss man ja sagen, war Kira eigentlich schon gnadevoll, ne? Dass sie ihn aber bloß weggesprengt hat. Da ich Switch schon gemeldet hast, muss Dragon. Ja, da muss ich leider aufgehen. Tut mir leid. Wir machen noch einen Kampf. Hey, Lunala. Hi. Ich hätte schwören können, wir hätten Lunala schon erledigt. Aber es war bloß die. Die Sonnen-Legendary. Aber ich hätte schwören können, wir hätten ihn schon gehabt. Ihn, sie, wie auch immer. Na gut. Machen wir platt. Guten Abend, Sim Sakura. Ich sollte mitteilen, dass es Zeit ist zu beenden. Ja. Marcel hat's auch schon. Marcel und Kenneth haben es auch schon gesagt. Ich mach ja gleich. Lasst mich doch nochmal schnell den Gold Riddler hier platt machen. Sehr schön. Geht noch brutaler. Ich will nicht spoilern. Ja, alles gut. Übertal ist cooler als Lunala. Ja. Ja. Würde ich jetzt so einfach sagen. Ja. Noch eine Runde, Mama. So, wenn wir schon Arceus nicht fangen konnten, dann müssen wir jetzt aber auf jeden Fall hier das Ding fangen, oder? Wo ist er denn? Da ist er doch. Pokémon-Trainer. Sehr schön. Da. Mit dem lila Glurak, ne, von mir aus. Twitch-Bann in 1, 2. So, was kann das Ding? Außer rumflattern? Außer Smash, reduziert die KP der Gegner auf 0. Es erscheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen. Okay, und ein Gold Riddle. Gold Riddle passt vollkommen. Coole Musik auf jeden Fall. Akuma, ja, Akuma ist vielleicht ein bisschen zu stark. Noch eine Runde und dann noch eine. Und dann noch eine. Oh, Protograudon. Protograudon klingt gut. Den nehmen wir. Der ist dabei. Wir nehmen mal Dings mit. Ich habe keine Ahnung, welchen Typ er hätte. Ich schätze mal Psycho, aber vielleicht noch mal irgendwas. Psycho Dunkel? Welche Typenkombination hat Lunala? Ich glaube zumindest nichts, was wir effektiv treffen könnten. Starker Smash klingt gut und blauer Ball. Was macht der Space-Wahl aus Ark in der Auswahl? Der Space-Wahl aus Ark? Was? Meinst du den hier? Das ist der Windfisch. Warum zur Hölle gibt es in Ark einen Space-Wahl? Okay, gucken wir mal. Hi. Na? Oh Gott, hi. Das ist ein Laser. Das sah kurzzeitig so aus, als wäre sein eigener Laser gerannt. Aber es war tatsächlich nur der blaue Ball. Gute Frage. Weiß ich auch nicht, aber der ist nice. Der hat ja schon kaum KP mehr. Da. Friss Turtle. Ich fackel dich ab. Yes, mit dem Feuerblitz erledigt. Nice. Zelda Ark, alles dasselbe, ja. Alles Minecraft. Okay, das ging gut. Psycho und Geist. Oh, okay, ein Geister. Ach, krass. Geister Legendary. Das ist interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Na, da war ja Feuer ganz gut. Nicht, dass es so viel besser wäre, aber zumindest ist es halt effektiv gewesen. Windfisch, das waren noch Zeiten. Gott, bin ich alt. Naja gut, den Windfisch konnten ja jetzt die Leute auch mit dem Remake wieder ein bisschen neu erleben, nicht wahr? Aber ja, ist schon ein bisschen her, der Windfisch. Alles im C. Haut fast hin. Ark ist auch ein Survival-Game, ja. Kein Pokémon gezockt? Nein, leider nicht. Ich habe XY gezockt, aber die anderen dann auch wieder nicht.
Grimmige Gottheit. Oh, ja. Fierstiti. Ach, krass. Ja, den müssen wir noch erledigen, oder? Sehr, sehr cool. Die grimmige Gottheit. Leider Majora's Mask auch nie gespielt, aber das kenne ich zumindest. Das ist cool. Abwehrschwäche, Katapultiergefahr, Angriff stärker. Den machen wir heute noch. Erhöhte Katapultierbarkeit für dich. Im Kampfverlauf gesenkte Abwehr für dich. Erhöhte Angriffskraft für Gegner. Das ist nicht so schön. So, und da können wir doch jetzt schön den normalen Link nehmen. Das passt doch da ganz gut. Noch nicht, Dragon. Noch nicht. 99% meiner 99% aller Spiele sind leider bei mir auf noch nicht. Fierstiti gegen Fierstiti. Hm. Ne, nehmen wir. Ist das der? Ja, sieht so ein bisschen aus wie der TP-Link. Den nehmen wir. Okay. Ja, mal sehen, mal sehen. Ich meine, ich denke zuerst mal, wenn wir Pokémon spielen, dann wäre erstmal Schwert und Schild dran. Bevor wir ein anderes angehen würden. Passt Junge Link nicht besser? Ja, ich meine, wenn du von Majora's Mask ausgehst, aber ist theoretisch nicht dann der Junge Link die grimmige Gottheit? Wäre es dann nicht ein anderer Link, der ihn besiegen müsste? Ist schwierig. Ich mag aber Junge Link nicht so sehr hier. Irgendwo hast du natürlich recht. Wie man sieht. Ja, mit Maske. Genau, genau. Das ständige Zeit zurückspulen, Majora's Mask. Ich habe mir Majora's Mask ein bisschen angespielt und ich muss ja sagen, ging mir da ein bisschen auf die Nerven, aber ich glaube, ich habe es aber auch nicht richtig gemacht. Wenn man das mal richtig probieren oder richtig machen würde. Dann ist es sicherlich ein schönes Spiel. Das steht auf jeden Fall auch recht weit oben auf der Liste. Das mal nachzuholen. Weil da müsste man einfach mit dem richtigen Mindset rangehen, sag ich mal. Damit das Spiel dann bestimmt Spaß macht. Eigentlich Waffen. Waffen, starke Smash, Ball. Ja, nee, gut. Ich habe nicht geguckt, was er tut. Dammit. Doch, habe ich. Genau. Katapultierbarkeit und der ist dann halt stärker. Vor allem gesenkte Abwehr für mich und erhöhte Angriffskraft für ihn. Das ist toll. Oh Gott. Da, das ist doch jetzt ein gleichwertiger Kampf. Also halt, weil es derselbe Charakter ist, ja, aber. Wäre doch komisch, wenn wir jetzt mit Junge Link hier angehen würden. Bam. Au. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wow, okay. Aber da kam halt auch gerade die Katapultiergefahr, ne? Die kam perfekt dazu. More Zelda Streams. Also, die ganz, ganz große Idee wäre natürlich tatsächlich irgendwann mal jedes Zelda zu spielen. Also vielleicht abgesehen von den CDI-Titeln. Aber wie gesagt, das wäre einerseits ein Traum. Und andererseits halt auch mal eine coole Sache. Weil ich würde definitiv gerne viel, viel mehr Legend of Zelda-Teile kennen. Gerade so halt die großen Hauptteile. Bin ich mit dabei. Wie lange das natürlich dauern wird, ist natürlich die komplett andere Frage. GG. Sehr schön. Das wird sicherlich nicht alles nächstes Jahr passieren. Okay, wunderschön. Wow, der Schaden von ihm, ne? Krass. Der ist heftig. Der wird wahrscheinlich auf Level 99 dann auch maximalen Angriffskraft haben, oder? Aber Fratze des Bösen. Ja, nee. No-Hit. Ja, stimmt, genau, No-Hit. Ich werd ein Stern der irgendeine Lichter, No-Hit-Runner. Holen wir uns noch, komm, holen wir, das kriegen wir heute noch hin. Das ist, bevor der Bann kommt, holen wir uns noch schnell den Charakter. Nice. Bayonetta. Bayonetta ist echt unser letzter Charakter, der fehlt. Also sofern es hier nicht nochmal irgendwas anderes gibt. Spiel. Schauen wir mal. Ganzes Lied, den man lernen kann, auch heftig. Ja, ich denke schon. Also ich denke, in vielen
in vielen Bereichen hat Majora's Mask sicherlich auf Ocarina of Time aufgebaut, ne? Aber in vielen Bereichen hat es mir auch einfach am Anfang nicht gefallen. Das ist auch das große Problem dran, weswegen ich es auch nie weitergespielt habe. So, Bayonetta. Auf geht's. Smash No-Hit. Ich jetzt immer World No-Hit Full Run. Oh Gott, ja. Am besten noch gegen Fatalis, ne? Oh je. Dann noch Breath of the Wild Free Hard Run. Oh Gott. So, Zero Suit Samus. Passt doch irgendwo ganz gut. 12.000, dann nehmen wir. Teilschreck bringt uns nichts. Natürlich am Ende mit Fatalis, ja. Nehmen wir einen Beiß. Hoffe, Mr. Dragon Killer 10 ist noch frei, wenn du einen neuen Account brauchst. Toll. Was für ein großartiger Name dann. Aber naja, gut, ne? Es ist dann die nächste Generation übernimmt dann. Halt, Schussangriffe sind nicht so wichtig. Eher dritte. Naja, dann muss es Mr. Dragon Killer 10 hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es den Namen noch gibt. Wer weiß. Ich hoffe, ich werde es nie herausfinden müssen. Am besten stellte sich die Accounts im Dutzenden zur Vorsicht. Dragon kann man evolvieren. Nein, nicht involvieren. Aber wenn es mit dem 9. Drachentöter zu Ende geht, dann kommt halt eben der 10. Ne? Das ist das ist reine, ja, reine Vererbung. Das sagen wir so. Ah, ich habe den Titel ja auch von den 8 vorherigen Dragon Killern bekommen. Kannst du aufhören, mir ins Gesicht zu schießen? Ich schieße lieber dir ins Gesicht. Nice. So. Man weiß ja nie, bei dem derzeitigen Copyright Terror, wurden schon Videos stummgestellt wegen geschützten Windeffekten in Games. Was zur Hölle? Echt jetzt? Das ist krass. Aber sollte das nicht eigentlich ja unter... Also das solltest du eigentlich beheben können. Also gut, Stummschaltung, ja, das ist zuerst mal dann so. Yes, also es ist wieder normal. Sehr schön. Aber eigentlich sollte das ja dann... solltest du das beheben können. Weil wenn das im Game ist, dann zählt es ja theoretisch unter die Fair-Use-Rechte. Ne? Weil ansonsten könnte ja Nintendo jetzt auch alles hier komplett wegreihen. Aber so viel Sicherheit haben ja Gaming-Streamer. Außer er hätte halt den Windeffekt einfach so laufen lassen vor Streambeginn. Es ist halt schon heftig, dass es mittlerweile so ist. Aber gut, ja. Hand passt eigentlich noch, oder? Nein, 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 nein. Die Hand lassen wir fallen, weil die Hand dann zu Cutscenes führt und eventuell zu Story-Veränderungen und Punkten, die passieren. Deswegen Hand lassen wir sein für heute. Hand machen wir dann das nächste Mal. Wir sind gut vorangekommen, wir haben Kira erledigt. Wir haben Kira erledigt, dadurch haben wir jetzt eigentlich bloß noch ein Ziel, und zwar den dritten Weg, sagen wir mal, nachdem die beiden anderen Wege zu einem deprimierenden Tod geführt haben. Wir müssen natürlich auch noch die ganzen anderen Kämpfer erledigen, beziehungsweise Geister erledigen. Gibt noch ein paar, die wir noch schnappen müssen, gerade so in der Mitte eher. Ich hoffe mal, wir bleiben mittig. Also ich hoffe, egal wie sich's hin und her schiebt, dass es dann nicht dazu führt, dass wir da nicht hingehen können. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal. Aber ja, wir kommen dem Ende auf jeden Fall nahe. Wenn wir alle Gegner noch erledigen wollen,
weiß ich halt eben nicht, wie lange wir noch brauchen werden. Ich denke auf jeden Fall noch mindestens einen Stream. Vielleicht sogar zwei. Je nachdem, was hinter diesem Spalt auf uns wartet. Mal sehen. In Scum soll es schlimm sein mit DMCA wegen Effekten. Ach krass. Okay. Das ist heftig. Passend zum Ende schläft Baby endlich. Oh je. Ja, tut mir leid, aber... Wahrscheinlich bist du jetzt auch fertig, ne? Dass das Baby dann endlich einschläft. Aber immerhin ein bisschen Ruhe jetzt. Genieß diese Minuten, so gut du kannst. Ach je. Und dir viel Kraft natürlich, um das durchzustehen. Was hast du so gemacht? Oh, ich habe anderen ins Gesicht geschossen. Ja. Aber ich sag, das ist schon komisch wegen den Effekten. Vor allem, wie gesagt, weil du halt eben mehr das Spiel aktiv spielst. Ist das schon merkwürdig. Kurzfassung. WoW Classic Stream von einem polnischen Streamer. War kurz AFK. Irgendwas hat den Sound als einen vom Studio erstellten Sound erkannt. Okay. Gibt es Studios, die sich auf solche Soundeffekte spezialisieren? Ja, klar. Spezialisiert haben. Das war aber so ein Fall. Okay. Das ist schon krass. Wenn das schlimmer wird, war es das mit Stream. Ja, aber dagegen wird sich ja Twitch auch auflehnen. Weil Twitch lebt davon. Ich meine, teilweise natürlich auch von den ganzen Just Chatting Streamern. Definitiv. Grundlegend geht das so natürlich nicht. Also, das sind Sachen, wo sich Twitch dann einfach gegenstellen muss. Weil wenn jetzt alle, wie gesagt, wenn alle Soundeffekte oder Sounds dann auch noch in-game gesilenced werden, dann, oder während des Spiels halt theoretisch spielst, dann war es das theoretisch. Und das wäre auch theoretisch der Fall für Twitch. Und da Twitch mittlerweile mit Amazon zusammenhängt, haben die da, glaube ich, ziemlich gute Karten, um sowas zu reißen. Twitch Rät Leuten für Cyberpunk 2077 auch schon dazu stumm zu stellen. Ja, passt ja auch. Das ist auch vollkommen richtig. Das ist auch vollkommen richtig bei GTA zum Beispiel, weil das ist ja das große Problem. Da werden Soundtracks benutzt, die zwar in dem Spiel ja lizenziert sind, also das Spiel darf sie benutzen, aber du darfst sie halt eben nicht laufen lassen, weil es halt immer noch Copyright-Titel sind. Und das Ganze ja dann mit Radio und sonstigen Sachen läuft. Deswegen Radio in solchen Spielen laufen zu lassen, ist halt immer eine tödliche Idee. Das ist eben die Sache. Also von dem her definitiv. Das ist schon klar. Das wurde auch damals direkt zu GTA 5 zum Beispiel, wurde es direkt gesagt. Und damals war es ja teilweise nicht so schlimm. Auf YouTube schon, auf Twitch eher weniger. Aber auch damals hieß es, ihr könnt das Radio nicht laufen lassen in GTA, weil dort laufen Lieder, für die ihr keine Rechte habt zum Streamen und zum Spielen. Ist zwar cool, wenn ihr aber bloß durch die Gegend fahrt, aber wenn ihr ein Video dazu macht, dann ist es rechtlich nicht okay. Und das ist bei Cyberpunk genau dasselbe. Da laufen... vielleicht jetzt keine Popmusik-Sachen, aber halt eben doch sicherlich Sachen, die irgendwo durch Studios lizenziert sind. Das wird sicherlich wieder Probleme geben. Vielleicht gibt es ein paar Sender, wo mehr Musikstücke laufen, die nicht so schlimm sind, aber wahrscheinlich auch genauso gut. Welche, die den Stream ganz schnell killen. Deswegen ja, Radio aus und alle Musik oder Ingame-Musik so gesehen aus. Alles, was lizenziert sein kann. Das ist ganz wichtig. Das Kopfsammeln erinnert mich an Alien vs. Predator 2. Schöne Erinnerung. Wow, okay. Klingt interessant. Amazon wird Twitch nicht fallen lassen. Ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Und da ist Amazon mächtig genug, um da was zu tun. Theoretisch könnte jeder Entwickler kommen und sagen, hört auf zu streamen. Theoretisch schon, aber es ergibt ja keinen Sinn. Ich meine, viele Streamer machen ja sogar aktiv mit bei der ganzen Sache, ne? Ganze Stream-Szene ist rein rechtlich eine riesige Grauzone. Nur noch nicht verklagt wird. Ich meine, Leute versuchen es ja immer wieder. Aber sie ist einfach gut zu groß. Und die Leute, die ja dahinter stehen, die Video
oder die Spieleproduzenten, die möchten das ja meistens oder die haben ja meistens nichts dagegen, dass das Ganze hier so läuft, ne? Es sind ja oftmals dritte Partien, die da eingreifen. Das ist das Problem. Ich will bestimmt nicht sagen, stream das nicht. Schließlich gratis Werbung. Ja, absolut. Und wie gesagt, viele, viele Leute feiern es ja auch komplett, ne? Das ist, zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, Capcom zum Beispiel. Ist ja gerade, was Monster Hunter angeht, da ziemlich hinterher mit Streams und sowas. Auch viele andere. Nintendo ist, glaube ich, so ein bisschen zurückhaltend, was das Ganze angeht. Es ist nicht schlimm, aber sie fördern es jetzt auch nicht so extrem, diese Streams und sowas. Teilweise aber nicht so extrem, würde ich jetzt sagen. Zumindest nicht in allen Bereichen. Und ja, wie gesagt, viele Firmen, vor allem kleinere Firmen, die feiern das natürlich extrem. Kommt halt immer drauf an. Aber es sind ja auch zum Beispiel, wenn GTA-Sachen oder sowas kommen, dann ist es ja nie Rockstar, was dahinter steht. Ist es Rockstar? Nee, wie heißt die Firma? Doch, Rockstar? Zumindest die Firma, die GTA macht. Die ist ja da nie dahinter und verklagt dich, sondern halt eben andere Leute. Das Einzige, was dich davon abhält. Ja, wie gesagt, grundlegend, ein Spieleentwickler wird dich normalerweise nie für Streams verklagen. Das sind andere Partien, die das machen. Das ist eben das große Problem. Dass du damit mit anderen Mächten dann zu tun hast, die da sehr viel weniger Ahnung und sehr viel weniger Verständnis für haben. Und das führt dazu, dass halt eben irgendwelche rechtlichen Sachen entschieden werden und dass halt eben solche DMCA-Patrouillen durchgeführt werden. So. Find schade, dass manche Firmen da hinterher sind. Geldgeile Typen. Ja, ich meine auf der einen Seite, ne, sie verteidigen ihr Copyright, wo sie natürlich volles Recht für haben. Und wenn du diese ganze Videospielszene und die ganze Stream-Szene nicht verstehst, dann sind es aber bloß ein paar Typen, die halt eben dein Spiel in die große weite Welt raushauen und dir dadurch eventuell, oder halt eben deine Musikstücke raushauen und dir dadurch eventuell Einnahmen fehlen. Deswegen, ja, kannst du es so und so sehen. Natürlich, sicherlich stecken da geldgeile Typen dahinter, aber sicherlich nicht immer. Also wie gesagt, das ist halt auch irgendwo ihr gutes Recht. Aber Inselfalken auf die Verkläger schicken. Aber nicht die doofe Art von Inselfalken. So, wir können das nochmal beenden. Wir können nochmal in den Shop gucken. Das war nicht der Shop. Machen wir das so. Und in Streams hätte ich mir nie Grease geholt. Also das Spiel ist so großartig. Okay, noch nie von gehört, muss ich sagen. Interessant. Hey! Nice! Manafi! Ja, ist so süß. Ach ja, rette sämtliche Kämpfer. Ah, sehr cool. Und ein süßes Bild. Oh, der pinke Yoshi. Mit dem Pichu. Sehr, sehr cool. Ein weiteres Feld abgeschlossen. Okay. Mit den kleinen verdächtigen Steinchen. Im Abenteuermodus sämtliche Kämpfer gerettet. Na also, endlich. Das heißt, es kann nicht mehr so viel geben, wenn wir jetzt schon alle Kämpfer haben. Zwar sicherlich noch immer noch 20 Stunden Content, aber immerhin keine 50 mehr. So, Giratina können wir mitnehmen. Ja, machen wir schon. Wandelform, was? Okay, Evolution möglich? Hä? Es gibt Giratina noch in anderer Form? Okay, ich kenne Giratina nur so. Interessant. Waluigi, hey, da ist er ja. Grease lebt von der Ingame-Musik. Richtig gute Atmosphäre. Okay, interessant. Sehr interessant. Ich glaube, ich habe mal irgendwas von gehört, aber ich habe jetzt überhaupt kein Bild im Kopf. Oh, Garden of Hope. Was Pikmin 3. Gut, ist eh ein Remix wahrscheinlich. Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht müsste ich Pikmin 3 nochmal spielen, aber ich habe kein Musikstück in Pikmin 3, wo ich mich wirklich daran erinnern würde. Das ist immer so ein bisschen das Traurige. Pikmin 1 und 2 definitiv, in 3 nicht unbedingt. Vielleicht doch über 50, ja, wir hoffen nicht. Gibt es noch eine vierte Welt, wo man Darth und Kira noch mindestens 10 Mal killt, ja.
Du müsstest so lange hin und her killen, dass sie keinen Bock mehr haben. Und Tennis. Okay. Ich meine, jeder braucht Tennis. Ne? Tennis ist wichtig. So, da haben wir noch Gunthilda. Giftvorteil. Erhöht Angriff, Abwehr und Tempo bei Vergiftung. Das ist ja cool. Das ist eine interessante Sache. Okay, nice. Nehmen wir mit. Ist ein spanisches Spiel, komplett ohne Worte. Okay. Sehr, sehr interessant. Und der Mill. Wer ist der Mill? Wer ist der kleine Knirps? Na, nehmen wir dich mal mit. Sieht irgendwie süß aus. Schicke Kappe. Okay. Muss man die vielleicht mal anschauen. Sehr interessant. Pikmin, so viele dunkle Theorien, die da kursieren. Aber ich meine, das tut's zu nahezu jedem Spiel, oder? Gibt's nicht zu nahezu jedem Spiel unendlich viele dunkle Theorien? Vor allem heutzutage. Da ist doch alles drin mittlerweile. Aber ja gut, ich meine, Pikmin, je nachdem, wie man sieht, ne, was da passiert sein könnte, kann das schon sein. Also können da schon einige dunkle Theorien sein. It's like, how many times do we have to teach you this lesson, old man? Ach, schön. Ja, wie gesagt, wir sind heute auf jeden Fall ein gutes Stück vorangekommen. Da bin ich schon mal ganz froh drüber. Kira haben wir auf jeden Fall besiegt. Das wäre schon mal ein guter Start. Guten Morgen an alle. Naja, ist ein bisschen früh. Eher gute Nacht. Vom Morgen ist es noch ein kleines bisschen früh. Schöner nächster Tag oder schöner Samstag würde eher passen. Wir haben 0 Uhr geknackt. Deswegen will ich jetzt auch schnell beenden. Ja, ich wünsche euch auch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe natürlich, der Stream hat euch soweit Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben kräftig Breath of the Wild weitergemacht. Und auch hier jetzt in Smash Bros. Noch ein bisschen vorangekommen. War also ganz gut. Deswegen wollte ich den Stream heute auch ein bisschen länger haben, damit wir endlich mal ein bisschen vorankommen. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich bin damit soweit ganz glücklich, wie es läuft. Dass wir vielleicht dieses Jahr noch ein paar Sachen abschließen. Ich wäre extrem glücklich, wenn wir Smash Bros., Dark Souls und After Death dieses Jahr noch abschließen. Und Breath of the Wild ziemlich zum Ende bringen oder nahe zum Ende. Breath of the Wild abschließen dieses Jahr wird vielleicht knapp, je nachdem, wie ich hier Streams so noch hinbekomme. Aber das wäre so der Plan für dieses Jahr noch. Und ich denke, wir sind da ziemlich gut darin, den zu schaffen. Mal gucken. 362k, oh Gott. Ja, dann können wir mal die Sneak Peek starten und die Wahlhelfer. Und dann werden wir eh von neuen Projekten überschüttet. Ach je. Na gut, wie gesagt, nochmal euch eine wunderschöne gute Nacht. Habt auch ein schönes Wochenende, morgen schönen Samstag. Wir sehen uns dann Sonntag wieder, sofern ihr wollt. Sonntag geht's weiter mit Monster Hunter Generations Ultimate, wo wir ein paar Deviant-Monster klatschen. Und Montag ist ja dann schon der nächste Final Fantasy Crystal Chronicles Stream angeplant. Zusammen mit Olli und Suzi natürlich wieder. Und der Rest der nächsten Woche plane ich dann noch. Das wird dann morgen passieren, weil da hatte ich diese Woche auch noch keinen Kopf, mir dann einen gescheiten Plan zu machen. Träum von Inselfalken. Also dann, wie gesagt, schlaft schön. Nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit den Streams. Wie gesagt, dann mit Gen Ultimate. Bis dann. Ciao.